Heute für euch 5 unglaubliche Theorien über Severus Snape. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einige Fantheorien über Severus Snape behandeln. Ich werde insgesamt 5 Theorien besprechen, darunter einige positive und natürlich auch einige negative. Wenn euch diese Art von Video gefällt, lasst es mich bitte wissen, indem ihr das Video liked und einen Kommentar hinterlasst. Dann kann ich mehr solcher Videos produzieren und ganz genau auf eure Wünsche eingehen. Aber ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit den ersten Theorien beginnen. Beginnen wir mit der ersten Theorie, und diese besagt, dass Severus Snape ein Vampir ist. In der Welt von Harry Potter sind Vampire zwar nicht Hauptfiguren, jedoch wissen wir aufgrund eines Auftrittes in Harry Potter und der Halbblutprinz, dass sie im Potter-Universum existieren. Harry trifft in diesem Buch auf einen Vampir namens Sanguini. Die Theorie, die ich nun vorstellen möchte, besagt, dass es einen Vampir in der Geschichte gibt, der viel näher an unserer Hauptfigur liegt, als wir denken, und zwar Severus Snape. Warum glauben einige, dass Severus Snape ein Vampir ist? Nun, seine Figur weist erstaunlicherweise viele charakteristische Eigenschaften eines Vampires auf. Das erste bedeutsame Merkmal, das ins Auge sticht, ist die Abneigung gegen Sonnenlicht. Es ist allgemein bekannt, dass Vampire, ähnlich wie einige andere Tiere, das Sonnenlicht meiden. Sie bevorzugen das Leben in der Dunkelheit und einige verbringen ihr Dasein in ständiger Finsternis. Das beschreibt Severus Snape eigentlich sehr treffend. Snapes Büro in den Kerkern von Hogwarts wird wie folgt beschrieben. Das Büro war ein düsterer, schwach beleuchteter Raum in den Schulkerkern. An den schattigen Wänden befanden sich Regale mit großen Glasgefäßen, die mit unappetitlichen Dingen gefüllt waren, wie Tier- und Pflanzenteilen, die in Tränken verschiedener Farben schwammen. Snapes Büro konnte wohl als das finsterste und unheimlichste unter den Büros von Hogwarts-Personal bezeichnet werden. Und der schwach beleuchtete, düstere Raum in den Gewölbekellern der Schule erscheint wie der ideale Ort für eine ganz bestimmte Kreatur, ein Vampir. Ja, wir haben Severus Snape zwar während seiner Schulzeit unter direktem Sonnenlicht gesehen, aber es ist dennoch denkbar, dass jemand später im Leben zum Vampir wird und nicht gleich als Vampir geboren wird. Es ist durchaus möglich, dass er einen Weg gefunden hat, Zeit im Sonnenlicht zu verbringen, denn wir wissen, dass er ein äußerst talentierter Zauberer und ein hervorragender Zaubertränkebrauer ist. Das nächste Merkmal, auf das ich hinweisen möchte, betrifft die geschärften Sinne von Snape. Es wird gesagt, dass Vampire ein verbessertes Sehvermögen, Gehör und einen stärkeren Geruchssinn haben. Obwohl ich nicht viele konkrete Beispiele dafür habe, dass Snape übersinnliche Sinne zeigt, scheint er die Gewohnheit zu haben, immer dann aufzutauchen, wenn Schüler gegen Regeln verstoßen. Sei es, dass sie ihre Gemeinschaftsräume verlassen, wenn sie es nicht sollten, oder sich in Angelegenheiten einmischen, die sie nichts angehen. Okay, offensichtlich, er streift nachts durch das Schloss, aber er scheint auch äußerst aufmerksam darauf zu sein, was im Schloss zu jeder Zeit vor sich geht und was jeder so tut. Wenn du dich an die Nacht erinnerst, in der Harry Potter seinen Unsichtbarkeitsumhang benutzte, um in den gesperrten Bereich der Bibliothek zu gelangen, wirst du dich daran erinnern, dass er auf Snape und Quirrell stieß. Obwohl Harry unter dem Unsichtbarkeitsumhang, einem äußerst fortschrittlichen magischen Artefakt, verborgen war, schien Snape dennoch eine gewisse Ahnung davon zu haben, dass sich jemand in seiner Nähe befand, was sich in seinem Verhalten zeigte. Er schlich rum und guckte und wusste irgendwie, dass jemand da war. Dies könnte auf seine möglicherweise geschärften Sinne hindeuten. Als nächstes können wir uns der Metamorphose oder in der Welt von Harry Potter der Verwandlung zuwenden. Vampiren wird die Fähigkeit nachgesagt, sich in eine andere Form zu verwandeln, wie zum Beispiel in eine Fledermaus, oft hinter einem Umhang verborgen. Nach dieser Verwandlung verschwinden sie einfach und erwecken die Illusion, dass sie verschwunden sind, und dann fliegen sie davon, um ihren Verfolgern zu entkommen. In einem bestimmten Fall führt Snape genau diese Art von Verwandlung durch. In den Heiligtümern des Todes lesen wir Snape vom Turm des Schlosses springen. Die nachfolgende Szene zeigt, wie Snape vor McGonagall, Harry und einigen anderen Schülern davongleitet. Er ist gesprungen, sagte Professor McGonagall. Meinen Sie, er ist tot? Harry sprintet zum Fenster. Nein, er ist nicht tot, erwiderte McGonagall. Es scheint, als hätte er einige Tricks von seinem Meister gelernt. Diese Passage legt nahe, dass Snape davongeflogen ist. J.K. Rowling soll behauptet haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen besitzen, aber die große Mehrheit benötigt einen Besen, um diese Fähigkeit auszuleben und zu kanalisieren. Im Fall von Voldemort war er so konzentriert und mächtig, dass er die Kraft bündeln konnte, um ohne Unterstützung zu fliegen. Er nutzte die Energie durch seine eigene Magie und nicht durch den Besen.
Möglicherweise hat Snape dasselbe getan, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er dies auf eine andere, beinahe vielleicht schon vampirische Weise getan hat. Um auf die erste Passage zurückzukommen, in der Snape vom Turm von Hogwarts springt, gibt es eine Zeile, die meine Neugier geweckt hat. Ich denke, sie könnte Licht auf seine Flugmethode werfen. Snapes geheime Nachricht. Harry sah eine riesige, fledermausartige Gestalt durch die Dunkelheit fliegen. Was die Bücher betrifft, behält Voldemort seine ursprüngliche Form bei, wenn er ohne Unterstützung fliegt. Doch was ist mit dieser fledermausähnlichen Form, die Snape benutzt? Warum sollte Snape einer Fledermaus ähneln? Meine Antwort hierauf: Snape könnte ein Vampir sein. Kommen wir nun zur Theorie Nummer 2. Und diese beschäftigt sich mit dem Grund, warum Severus Snape nie Professor für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts wurde. Das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ist von zentraler Bedeutung in Hogwarts und soll den Schülern beibringen, sich gegen dunkle Zauberer und Kreaturen zu verteidigen. Aber eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieses Faches ist der Fluch, den Tom Riddle darauf gelegt hat, nachdem seine Bewerbung als Lehrer dafür abgelehnt wurde. Dieser Fluch hatte zur Folge, dass kein Professor diese Position länger als ein Schuljahr innehaben konnte, solange es dieses Amt gab. Tom Riddle hielt an seinem Fluch fest, und so hatte jeder Professor seinen eigenen Grund, die Rolle nach nur einem Jahr aufzugeben. Das traf auch auf Severus Snape zu, der trotz seiner Fähigkeiten und seines Wissens nie die Gelegenheit hatte, dieses Amt des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu übernehmen. Es gab zahlreiche Hexen und Zauberer, die während Harry Potters Zeit in Hogwarts den Posten des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste bekleideten. Einer, der die Position immer anstrebte, aber leider nie erhielt, war Severus Snape. Dumbledore hatte Respekt für Snape und erkannte, dass Snape für diese Rolle äußerst qualifiziert war. Warum gab er ihm also nicht, was er so sehr wollte? Nun, die vorherrschende Theorie besagt, dass Dumbledore wusste, dass die Stelle verflucht war. Er war sich bewusst, dass es unmöglich war, eine Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer länger als ein Jahr zu halten. Und er war sich auch bewusst, dass Snape etwas Schlimmes widerfahren könnte, wenn er ihm diese Position überlassen würde. Aus diesen Gründen gestattete er Snape nie, Professor für dieses Fach zu werden, einfach um ihn zu schützen. Kommen wir zur Theorie Nummer 3. Und diese nächste Theorie, die ich hier präsentiere, dreht sich um Harry Potters und Snapes erste Begegnung in Snapes Zaubertränkeklasse im ersten Schuljahr. Es wird angedeutet, dass Snape in diesem Augenblick möglicherweise eine geheime Nachricht an Harry übermitteln wollte. Dieser bedeutende Moment ereignete sich gleich zu Beginn der Buchreihe in Harry Potter und der Stein der Weisen, als Harry zum ersten Mal Snapes Zaubertränkeklasse besuchte. Snape, der bereits von Anfang an misstrauisch gegenüber Harry war, machte unmittelbar deutlich, dass er Harry nicht mochte. Er spottete über ihn als die neue Berühmtheit von Hogwarts, bevor er ihn mit verschiedenen magischen Kräutern konfrontierte. Trotz seiner Berühmtheit hatte Harry bis vor kurzem nichts von der Welt der Zauberer gewusst, was bedeutete, dass er keine Chance hatte, Snapes Fragen richtig zu beantworten. Das wusste Snape zweifellos und hoffte, Harry damit in Verlegenheit zu bringen. Mr. Potter, unsere neue Berühmtheit. Sagen Sie mir, was würde passieren, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufüge? Sie wissen es nicht? Lassen Sie es uns erneut versuchen. Wo, Mr. Potter, würden Sie suchen, wenn ich Sie bitten würde, ein Bisoir zu finden? Schade. Offensichtlich ist Ruhm nicht alles, nicht wahr, Mr. Potter? Auf den ersten Blick scheint dieser Dialog nur zu zeigen, dass Snape Harry ein wenig ärgern möchte, indem er ihm bewusst Fragen stellt, auf die er keine Antwort weiß. Die Theorie, die ich hier ansprechen möchte, besagt jedoch, dass Snapes Fragen in Wirklichkeit eine geheime Botschaft an Harry übermitteln. Dennoch handelt es sich nicht um eine Nachricht, von der er erwartet, dass Harry sie jemals verstehen wird. Snape ist eine facettenreiche Persönlichkeit und die besagte Botschaft war ausschließlich für sein eigenes Verständnis bestimmt. Lasst uns mal die versteckte Botschaft von Snape genauer betrachten. Seine erste Frage an Harry lautet wie folgt: Was würde geschehen, wenn ich eine pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufügen würde? Das Interessante daran ist, dass laut der viktorianischen Blumensprache Asphodel tatsächlich eine Art von Lilie repräsentiert. Und diese Lilie symbolisiert Folgendes: Mein Bedauern begleitet dich bis ins Grab. Der zweite Teil von Snapes Frage, Wermut, weist auf Abwesenheit hin, was auf Kummer hinweist. Wenn man sie zusammenführt, könnte dies also als Ich bedauere Lillys Tod zutiefst interpretiert werden, was natürlich von großer Bedeutung ist, da Lily Harrys Mutter war, die einzige Frau, die Severus Snape je geliebt hat. Das hat irgendwie eine bemerkenswerte Tiefe, oder?
Um dies weiter zu unterstreichen, enthält Snapes Frage sogar eine Andeutung auf seinen eigenen Tod, da man früher glaubte, dass Asphodel ein Heilmittel gegen Schlangenbisse ist, an denen Snape schließlich tatsächlich stirbt. Kommen wir zu Nummer 4. Felix Felicis, auch bekannt als flüssiges Glück, wird im Halbblutprinzen der Harry Potter-Reihe vorgestellt. Dieser Zaubertrank ermöglicht es dem Konsumenten, auf einfache Weise in allen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Professor Slughorn, der Lehrer für Zaubertränke in Hogwarts, gab an, dass er im Laufe seines Lebens zweimal flüssiges Glück eingenommen habe, was jedes Mal zu einem perfekten Tag führte. Ein Zaubertrank wie flüssiges Glück hat sicherlich eine gewisse Anziehungskraft, aber es ist auch erwähnenswert, dass sein Brauen nicht ganz einfach ist. Ich zweifle nicht daran, dass im Laufe der Jahrhunderte viele erfahrene Trankbrauer versucht haben, das Gebräu herzustellen und daran gescheitert sind. Eine verbreitete Theorie über Snape besagt, dass alle Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, wie das Werben um Lily, das Scheitern als Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor, das Opfer von Mobbing und die Schuldzuweisung für Dumbledores Tod, allesamt aufgrund eines misslungenen Felix Felicis Trankes aus Snapes Jugend zurückzuführen sind. Snape war ein leidenschaftlicher Trankbrauer und es steht außer Frage, dass er versucht hat, diesen Zaubertrank herzustellen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Snape verschiedene Methoden ausprobiert hat und dabei gescheitert ist, da er Anweisungen zum Brauen des perfekten Tranks in seinem eigenen Lehrbuch für Zaubertränke hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dafür zahlreiche Versuche erforderlich waren. Könnte es also tatsächlich sein, dass Snape eine schlechte Mischung des Trankes getrunken hat und deswegen so unglücklich war? Kommen wir nun zur Theorie Nummer 5. Severus Snape ist lebendig. In den Heiligtümern des Todes sehen wir, was wir für Snapes Tod halten, nachdem Voldemort glaubt, dass er Snape töten muss, um der wahre Besitzer des Elderstabs zu werden. Natürlich erfahren wir später, dass Snape umsonst gestorben ist, da er nie der wahre Besitzer des Elderstabs war und er wurde trotzdem unnötigerweise von Voldemort getötet. Interessant an Voldemorts Tötung von Snape war jedoch, dass er es selbst nicht vollzogen hat. Er setzte Nagini ein. Es geht nicht anders, sagte Voldemort. Ich muss den Zauberstab kontrollieren, Severus. Beherrsche den Zauberstab und ich werde endlich Potter kontrollieren. Und Voldemort führte eine Geste mit dem Elderstab aus. Snape schien für einen kurzen Moment zu glauben, er sei befreit worden, doch dann wurde Voldemorts Absicht deutlich. Der Käfig der Schlange schwebte durch die Luft und bevor Snape etwas anderes tun konnte als zu schreien, hatte sie ihn mit Kopf und Schultern ergriffen. Während Voldemort in Puzzlesprache sprach, töte ihn. Ein furchtbarer Schrei erfüllte die Luft. Harry sah, wie Snapes Gesicht die letzte Spur von Farbe verlor, während seine schwarzen Augen weit aufgerissen waren. Die Reißzähne der Schlange bohrten sich in seinen Hals, während es ihm nicht gelang, den verzauberten Käfig von sich wegzuschieben. Seine Knie gaben nach und er stürzte auf den Boden. Dass Nagini Snape tötete, anstatt dass Voldemort Avada Kedavra anwandte, was zweifellos sein Leben beenden würde, lässt tatsächlich Raum für Interpretation. Besonders da es angeblich Naginis Gift ist, das Snape schließlich sein unvermeidlichem Schicksal näher bringt. Harry sammelte die silbrige Substanz mit seinem Zauberstab auf, Snapes Tränen. Als das Fläschchen randvoll war und Snape aussah, als ob kein Blut mehr in ihm wäre, ließ sein Griff um Harrys Robe nach. Die Hand, die Harry festhielt, sank zu Boden und Snape bewegte sich nicht mehr. Die oben genannte Passage lässt vermuten, dass Severus Snape gestorben ist. Jedoch zu Beginn des nächsten Kapitels sollten wir berücksichtigen, dass Harry fast unmittelbar nach Snapes Ableben abgelenkt wird. Harry kniete weiterhin an Snapes Seite und starrte einfach nur auf ihn hinunter, bis ganz plötzlich eine hohe, kalte Stimme so nahe zu ihm sprach, dass Harry aufsprang, das Fläschchen fest in den Händen hielt, weil er dachte, dass Voldemort den Raum wieder betreten hatte. Einiges lässt vermuten, dass Snape vielleicht nicht wirklich gestorben ist. Erstens hat Harry nicht tatsächlich verweilt, um sicherzustellen, dass Snape wirklich gestorben ist. Er schien zwar so, doch in unserer magischen Welt ist es auch durchaus möglich, dass er überlebt hat. Und es fällt auch auf, dass Snapes Leiche weder gefunden noch erwähnt wurde. Nach der Schlacht von Hogwarts wurden alle Leichen entdeckt, einschließlich derer von Todessern und Vertrauensschülern. Harry sah die Leichen von Menschen, die er kannte und liebte, wie Lupin und Fred und Tonks, und vorausgesetzt, dass Harry von Snapes Opfer wusste, ist es anzunehmen, dass auch sie nach seiner Leiche gesucht hätten. Snape wurde von Nagini gebissen und starb wahrscheinlich an dem Schlangengift. Doch hier gibt es auch ein auffälliges Problem. Snape war ein Meister der Zaubertränke, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass er kein Gegenmittel kannte oder bei sich trug, insbesondere da er während des Krieges die gefährliche Rolle eines Spions spielte. Snape war äußerst klug und hätte wahrscheinlich Vorkehrungen für alle Eventualitäten getroffen, einschließlich eines Bisses von Nagini.
Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Gift ihn nur gelähmt und in einen komatösen Zustand versetzt hat. Viele Schlangengifte können genau das bewirken und dieser komatöse Zustand könnte leicht mit dem Tod von Snape verwechselt worden sein. Harry hat Snape nach seinem Tod nie gründlich untersucht. Wenn Snape also ein Gegengift genommen hätte, bevor er gebissen wurde, könnte es einfach einige Zeit gedauert haben, bis es wirkte. Außerdem glaube ich nicht, dass Snape verblutet ist, da er sogar seinen eigenen Gegenzauber entwickelt hatte, um das Austreten von Blut aus dem Körper zu verhindern, Vulnera Sanentur. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Snape möglicherweise nicht gestorben ist, besteht darin, dass Harry ihn nie im verbotenen Wald gesehen hat. Als Harry den Stein der Auferstehung benutzte, erschienen die Schatten seines Vaters, Sirius, Lupin und seiner Mutter, aber nicht der von Snape. All diese Menschen waren von großer Bedeutung in Harry Potters Leben. Die Tatsache, dass Snape nicht erschien, könnte entweder für oder gegen diese Argumentation sprechen, dass er nie gestorben ist. Das könnte aus folgenden Gründen bedeutsam sein. Erstens ist es wichtig zu wissen, dass der Stein dir diejenigen zeigt, die dir sehr nahe stehen und für die du starke Gefühle empfindest. In Anbetracht dessen, dass Harry zu diesem Zeitpunkt von all den Opfern wusste, die Snape für ihn gebracht hatte, würde man erwarten, dass Snape neben den anderen Schatten erscheinen würde. Snape hatte Harry jahrelang beschützt und war somit mit dem Ziel gestorben, ihn zu retten. Daher würde man erwarten, Snape zu sehen, oder? Das Problem hierbei ist nur, dass Snape einfach nicht auf der gleichen Ebene steht wie seine Eltern Sirius oder Lupin. Obwohl Snape große Opfer für Harry gebracht hat, war Harry sich dessen nicht bewusst bis kurz vor der Übergabe des Steins. Seine Gefühle für Snape waren noch nicht gefestigt, da er erst kürzlich seine Meinung über den Mann geändert hatte, der ihn einen Großteil seiner Jugend lang gequält hatte. Außerdem sollte der Stein ihm die Möglichkeit geben, sich von den Menschen zu verabschieden, von denen er sich nie verabschieden konnte. Und mit Snape bekam er eigentlich schon diese Gelegenheit. Es gibt schon Für- und Gegenargumente für diese Theorie, aber sie ist nicht so unwahrscheinlich, wie man glaubt. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren unter dem Video. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.